So, wir sind es mal wieder von endlichdurchblick.de oder auch schnelldurchblicken.de. Diesmal geht es in einem Kurzvideo um die erlebte Rede. Die spielt in erzählenden Texten eine Rolle. Und darum sollte man grundsätzlich wissen, worum es da geht. Wir dokumentieren das alles, was wir hier machen und zeigen am Ende, wie man da rankommt. Man muss nichts mitschreiben. Wenn es zu schnell geht, einfach die Pausentaste drücken und sich das in Ruhe nochmal anhören. Außerdem bieten wir Support, also Beantwortung von Fragen. Alles das erklären wir am Ende. Gut, kommen wir zum Problem. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal kann es sein, dass man einen erzählenden Text präsentiert bekommt, der etwa so lautet. Als er am nächsten Tag wieder zur Schule ging, traf ihn der Hammer. Kaum hatte ihn sein Deutschlehrer gesehen, da hieß es nur: Schön, dich mal wieder zu sehen. Gut, dass ich eine Freistunde habe. Da kannst du die Arbeit ja gleich nachschreiben. In dem Moment wurde ihm ganz heiß. Was sollte er tun? Ob er jetzt noch sagen konnte, dass er immer noch Durchfall hatte? Das würde Herr Hartmann ihm sowieso nicht glauben. Also gab es nur eins: Auf und durch. Langsam entspannte er sich. Die zweite Möglichkeit ist, ne, der Lehrer fragt direkt, ob jemand die erlebte Rede kennt, denn darum geht es nämlich. Gucken wir uns den Text mal ganz kurz an. Hier hat man erstmal die direkte Rede des Deutschlehrers. Das ist direkte Rede. Aber hier passiert jetzt was, ihm wurde heiß. Und dann dieser Bereich hier, den können wir jetzt mal einmal markieren. Was sollte er tun? Ob er jetzt noch sagen konnte, dass er immer noch Durchfall hatte, das würde Herr Hartmann ihm sowieso nicht glauben. Also gab es nur eins auf und durch. Bis dahin. Dies hier hinten nicht mehr. Nehmen wir das letzte Mal weg. Also gab es nur eins auf und durch. Man kann das Problem daran sehen. Dies hier. Nehmen wir das erste Mal hier ganz kurz. Was sollte er tun? Ist eigentlich der Originalgedanke der Figur. Was soll ich tun? Aber aus soll, sagen wir mal ein bisschen anders hier, wird eben sollte und aus ich wird er. Darauf gehen wir jetzt mal genauer ein. Das ist also hier die sogenannte erlebte Rede. Wir hatten schon gesagt, es sind Gedanken der Figur. Der da was durch den Kopf geht. Aber es ist die Perspektive, die Sicht des Erzählers. Gut, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Hoffen wir mal, dass wir es hier rüberschieben können. Ja, gehen wir mal durch. So, eigentlich heißt es hier, was soll ich tun? Das ist das, was die Figur denkt. Daraus wird also aus soll wird sollte und aus ich wird er. Das heißt, das ist die Perspektive des Erzählers, der erzählt natürlich im Präteritum und für ihn ist die Figur ein er und darum wird aus diesen beiden Elementen dann etwas anderes. Ob ich jetzt noch sagen kann, denkt die Figur, dass ich immer noch Durchfall habe. Also hier sieht man auch wieder, ne? Aus dem er wird ein ich oder umgekehrt, aus dem ich wird ein er, aus dem kann, dem Präsens, wird das Präteritum, aus dem ich wird wieder ein er und aus dem habe wird ein hatte. So, jetzt geht's weiter. Das würde Herr Hartmann ihm sowieso nicht glauben. Ne? Das wird Herr Hartmann mir sowieso nicht glauben. Aus wird wird wieder würde und aus mir wird ihm. Würde deshalb, ne, weil das ja eine fiktive Situation ist. Also gab es nur eins auf und durch. Hier ist das ganz einfach, nur. Also gibt es nur eins auf und durch. Man sieht also, im Wesentlichen geht es darum, dass das Tempus angepasst wird. Halten wir das schon mal. Ne? Also erstens, das Tempus wird vom Präsens in Präteritum gesetzt. Und das zweitens ist natürlich dann die Pronomina
aus Ich wird Er und so weiter, werden verändert. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Zusammenfassung. Bei der erlebten Rede handelt es sich um ein Zwischending zwischen der direkten Wiedergabe von Gedanken einer Figur, mir ist schlecht, auch das gibt es ja vor allen Dingen im sogenannten inneren Monolog, da werden ja einfach die Gedanken so aneinander gehängt, wie die Figur sie denkt, und ihrer indirekten Wiedergabe durch den Erzähler, ne, dann dachte er, dass ihm schlecht war. Ne, das wäre ja dann ein Erzählerbericht, in den eben auch eine Information eingebaut wird über das, was gesagt worden ist. Und jetzt kommt die erlebte Rede, das ist die erlebte Rede, das ist der Originalton, aber verändert in der Perspektive auf die Figur und im Tempus. Präsens wird Präteritum. Dabei bleiben also die Gedanken der Figur im Originalton erhalten. Sie werden in der Perspektive des Erzählers wiedergegeben. Aus mir wird ihm und aus dem Präsens wird das Präteritum. Man nennt das erlebte Rede, weil der Erzähler ganz intensiv die Gedanken der Figur miterlebt, aber er erzählt das Ganze eben. Gut, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Ah, eine kleine Übung, sehr schön. Wie immer macht Übung den Meister. Wir präsentieren hier nochmal einen kleinen Übungstext, den man in die erlebte Rede verwandeln soll. Wer es ausprobieren will, der setzt jetzt einfach die Pausentaste oder betätigt sie und versucht es selbst mal oder bricht hier ab und geht gleich auf die Homepage-Seite und zieht sich den Text darunter. Oder er verfolgt jetzt mal, wie wir das machen. Also jetzt entscheiden, selbst oder zuhören. Okay, jetzt also zur Lösung. Irgendwie freue ich mich, wird zu freute er sich, also freute er sich. Drei Veränderungen, wahnsinnig auf das Spiel am Samstag. Endlich kann ich, wird zu konnte er beweisen, was er wirklich konnte. Hätten wir ein bisschen weiter auseinanderziehen sollen, aber das geht wohl. Nicht meine Kumpels, sondern natürlich seine Kumpels. Und sie werden nicht staunen, sondern die würden staunen. Aber würde der Trainer auch bei der Entscheidung bleiben? Aber was viel schlimmer, Vorsicht, war für ihn nämlich damals, würde er es wirklich schaffen, die entscheidenden Tore zu schießen? Es ist egal. Es war egal, morgen würde er noch mal intensiv trainieren, es würde schon gut gehen, man musste an sich glauben. Lösung, ne? Dann haben wir es nochmal. Man merkt auch, man bekommt den Rhythmus dann irgendwann hin, beziehungsweise die Melodie. Irgendwie freute er sich wahnsinnig auf das Spiel am Samstag. Endlich konnte er beweisen, was er wirklich konnte. Seine Kumpels würden staunen. Aber würde der Trainer auch bei der Entscheidung bleiben? Aber was viel schlimmer war, würde er es wirklich schaffen, die entscheidenden Tore zu schießen? Es war egal. Morgen würde er nochmal intensiv trainieren. Es würde schon gut gehen. Man musste eben an sich glauben. Das heißt, man ist ganz eng an den Gedanken, darum wird diese erlebte Rede verwendet, aber es bleibt eben Erzählperspektive und das macht das Ganze ziemlich reizvoll. Wer jetzt noch ein bisschen Probleme hat mit der erlebten Rede, den können wir beruhigen, ist nicht so schlimm. Man muss ja in der Regel nicht selbst sowas schreiben, man muss sie nur erkennen. Und da haben wir uns ja nun zwei Dinge gemerkt, notiert, die man sich merken sollte. Lebendige Sprache, eng an den Gedanken der Figur, aber Sicht des Erzählers, daran kann man das denken. Eigentlich merkt man das immer hier, auch vor allen Dingen am Präteritum, daran kann man das gut erkennen. Gut, wir kommen jetzt zu den Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Ne? Schnell durchblicken, Kontakt, da bekommt man hier die Möglichkeit, uns eine Mail zu schreiben. Bitte exakt sein. Letztens hatten wir wieder jemanden, dem haben wir geantwortet, aber die Mail kam einfach zurück und dann ist die Hilfe in den Sand gesetzt. Das ist schade. Auf dieser Seite hier kann man die Informationen zu diesem Video finden, alles in Ruhe nochmal nachlesen. Wichtig auch für Aktualisierungen. Manchmal stellen wir im Nachhinein fest, eine Sache ist doch nicht so ganz gut erklärt gewesen. Und dann kann man da nochmal nachgucken. Auf jeden Fall freuen wir uns über Fragen und Anregungen und bedanken uns schon mal. Und freuen uns, wenn ihr den Kanal
schnell durchblicken, demnächst mal wieder einschaltet.